Einen schönen guten Morgen zum Trading-Tipp am Mittwoch. Bevor wir beginnen, möchte ich noch einmal was zum Schein vom Montag sagen. Adidas hat jetzt die Zahlen vorgelegt, sehen wirklich gut aus. Schein hat jetzt 8% gemacht, wer da also von Ihnen noch mit am Start ist, da weiterhin drin bleiben. Wir haben neue Kurszielanhebungen, sieht wirklich sehr, sehr gut aus, gerade die Aktie. Jetzt geht es aber mit dem Mittwoch, mit dem heutigen Schein weiter. Wir haben uns Freenet rausgesucht, da gibt es zuzusagen, dass mein guter Kollege Thomas Bergmann den Schein vor fast knapp 4 Wochen, beziehungsweise Freenet vor knapp 4 Wochen hatte. Da haben wir hier rund bei ja, so 24,50 € gestanden, ist seitdem, hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Eine Woche später gab es dann die Quartalszahlen und dann auch den Ausblick. Ausblick wurde komplett getroffen, nochmal Kurszielanhebung und auch eine sehr, sehr gute Aktie für Dividendenjäger. Im Schnitt sind das jetzt knapp 7% Dividende, die da gezahlt werden. Wirklich sehr, sehr gut. Und wir befinden uns jetzt auch aktuell in einer charttechnisch sehr, sehr guten Lage, denn es geht jetzt hier darum, dass wir so knapp unter den 27 Euro diesen Widerstand zurückerobern bzw. dann brechen können. Und deshalb schauen wir einmal auf den Schein. Viel mehr gibt es dann tatsächlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, wir haben durch gute Kursziele und natürlich auch durch die sehr, sehr gute Dividende jetzt, was wir haben ja den Kursverlauf in den letzten Wochen gesehen, haben wir einfach guten Rückenwind und das ist quasi dann unsere Begründung. Ein Faktor-Long-Zertifikat von unserem Partner Morgan Stanley. Wir haben die MB6P78. Das Ganze kostet 11,95 €. Den Stopp legen wir bei 10,70 € mit einem Faktor natürlich wie immer von 3. Ja, gestern beim Short auf Tesla, da haben sich natürlich mal wieder die Geister geschieden. Wer hätte es gedacht? Aber der Schein sieht gut aus, weil Tesla sieht nämlich tatsächlich gar nicht mal so gut aus. Im gestrigen Handel auch nochmal stark verloren. Wir sind jetzt ordentlich unter die Marke von 160 Dollar gefallen. Und ich habe jetzt extra mal den etwas kurzfristigen Chart hier rausgesucht. Denn man sieht hier, das ist jetzt quasi der Tageschart von gestern, also ab hier. Man hat es nochmal versucht, sich zurückzukämpfen. Es gab hier so einen minimalen Aufwärtstrend. Ja, das ist so, müsste dann der 5-Minuten-Chart hier ungefähr sein. Es gab so einen minimalen Aufwärtstrend, konnte man dann aber auch nicht brechen. Und wie gesagt, diese Luft nach oben, die fehlt da wirklich gerade bei Tesla. Aktuell ist die Aktie dann doch wirklich sehr, sehr schwach. 6,30 € war die Empfehlung. Wir standen schon fast bei 7 Euro. 6,64 € stehen wir jetzt da. Sieht also dann tatsächlich bei Tesla nicht gut aus. Für den Schein dann aber doch ganz positiv. Je nachdem, wie sich das dann in den nächsten Tagen entwickelt. Also auf jeden Fall nochmal ein Schein, an dem man dabei bleiben kann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Viel Erfolg damit. Wir sehen uns morgen. Machen Sie es gut.